Activision. Infinity Ward. Raven. Beanox, Certain Affinity, High. Und damit ein herzliches Willkommen zu Call of Duty Modern Warfare Remastered. Yeah. Geil, Alter. Ich freue mich. Endlich mal wieder ein Modern Warfare-Teil, ein Call of Duty. Endlich mal wieder was in der modernen Zeit spielt, also in der jetzigen Zeit, wo wir unterwegs sind. Und ich liebe es. Ich freue mich schon wieder, eine geile UMP in der Hand zu haben oder eine ACR oder eine normale AK oder was es sonst so Waffen gibt heutzutage. Und das Spiel kommt eigentlich erst wirklich in einem Monat ungefähr raus, am 4.11. zusammen mit Infinite Warfare. Aber da ich vorbestellt habe, bin ich so ein geiler Snigger und kann hier schon die Story spielen. Und man sieht es hier schon, man kann Cheats aktivieren und irgendwie sowas. Aber wir kümmern uns da nicht drum. Die Cheats muss man auch erstmal irgendwie finden. Durch gefundene Aufklärungsdaten. Ah, okay. Und dann würde ich sagen, machen wir direkt mal ein neues Spiel. Dieses Spiel speichert automatisch, ja. SAS. Special Air Service. Die guten Neuigkeiten. Die Welt ist im Top-Zustand. Ein Bürgerkrieg in Russland. Loyalisten der Regierung gegen Ultranationalisten, Rebellen und schlappe 15.000 Atombomben. Also nur ein normaler Arbeitstag. Khaled al-Assad, im Augenblick der zweitmächtigste Mann im Mittleren Osten. Es heißt, er hat das Öl, hier der King zu werden. Die Aufklärung hat ein Auge auf ihn geworfen. Und die schlechten Neuigkeiten? Heute stößt ein neuer Typ zu uns, frisch aus der Grundausbildung. Er heißt Soap. Ich? Schön, Sie zu sehen. Nehmen Sie eins der Gewehre vom Tisch. Lieben gern. Soap kenne ich. Der ist leider im dritten Teil gestorben. Ich denke, da werde ich ja keinen spoilern, denn das ist ja schon eine Weile her. Und eine G36, Alter, guckt sie euch an. Das Spiel. Auf zur ersten Station und mit dem Gewehr zielen. Guckt's euch an, Alter! Ich hab G36! Jawohl! Boah, wie ich mich freue. Wo sollte ich hin? Hier, erste Station. Okay, ja, ich schießen bin halt... Sie jetzt aus der Hüfte auf die Ziele. Alles klar, also wir spielen hier quasi so einen Prolog. Nun zielen Bam. Sie mit Ihrem Gewehr, Soap. Also, schießen Sie gern. Jetzt mit der Zielvorrichtung auf jedes Ziel. Jetzt werden die Ziele von etwas Sperrholz verdeckt. Was? Kugeln werden dünnes, schwaches Material wie Holz, Putz und Blech durchschlagen. Schießen Sie durch das Holz auf die Ziele. Gut. Lieben gerne. So. Hier tauchen nacheinander Ziele auf, eins nach dem anderen. Treffen Sie alle so schnell wie möglich. Also, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr noch mehr sehen wollt hiervon, oder ob ich nur so ein kleines Preview-Video hier machen soll. Ich würde mich freuen, wenn ihr mehr davon sehen wollt. So, als kleines erstes Let's Play, richtig. So, dann die Story hier spielen von Modern Warfare. Würde mich echt wahnsinnig freuen. Also, lasst einfach mal eure Meinung da, was ihr davon haltet. So, ja. Ziehen Sie jetzt Ihre Pistole. Denken Sie dran, zur Pistole zu wechseln ist immer schneller als nachladen. Mit dem Messer sind Sie noch schneller als beim Wechseln auf die Pistole. Zerschneiden Sie die Wassermelone. Kann ich die auch... Nö. Okay. Zack. Ihre Obsttötungsfähigkeiten sind erstaunlich. Jawohl. Captain Price möchte Sie sehen. Captain Price. Auch den kennt man. Also, lasst mal hier ein bisschen eure Meinung da. Ob ihr davon mehr sehen wollt. Ich hätte wahnsinnig Bock drauf. Entweder als Video, als Let's Play auf YouTube oder... vielleicht auch als Stream kann man ja auch mal machen. Also lasst auf jeden Fall mal eure Meinung da. Ich hätte auf jeden Fall richtig hart Bock drauf. So, wo ist... Bist du? Ne, du bist Captain Flora. What the fuck? Da haben wir Price. Er ist der Neue, Sir. Nehmen Sie nicht so hart ran. Es ist sein erster Tag. Also was ist Soap überhaupt für ein Name? Wie hat einer wie Sie überhaupt die Grundausbildung geschafft? Nee. Soap, nun sind Sie mit dem Häuserkampf dran. Alle anderen ab zur Beobachtung. Für diesen Test müssen Sie das Fahrschiff in weniger als 60 Sekunden meistern.
Gas hält mit 19 Sekunden den aktuellen Rekord. Viel Glück. Über die Leiter da drüben. Easy, Alter. Okay, wo ist die Leiter? Da hängt schon. Okay, hier ist die Leiter. Also, man sieht schon, es sieht echt gut aus. Da haben sie echt gut was an der Grafik gemacht. Nehmen Sie die MP5 und 4 Blendgranaten auf. Ich weiß nicht, wie das früher aussah, aber das sieht schon aus wie ein... Ja, wobei... Von der Waffengestaltung her vielleicht nicht ganz. Da könnte man noch ein bisschen was machen. Aber sonst von der Grafik sieht das echt aus wie so ein jetziger Teil. Auf mein Zeichen aufs Deck und zur Position 1. Danach von Call of Duty. Okay. Dann zur Position 3 und 4 und meinen Anweisungen bei jeder Position folgen. An das Seil, wenn Sie bereit sind. Ich hab dir doch nicht zugehört. Scheiße. Los. Ja. Treffen Sie die Ziele. Zero Problemo. Position 2, los. Jawohl. Erstmal gegen die Wand rennen. Treffen Sie die Ziele. Blendgranate durch die Tür. Position 4. Treffen Sie die Ziele. Position 5, los. Treffen Sie die Ziele. 6, los. Blendgranate durch die Tür. Treffen Sie die Ziele. Hi. Finale Position, los. Wo denn? What the shit? Ach da. Alter, ich hänge hier gerade überall fest. Ich hänge hier überall fest. Rennen Sie zum Ziel. Ziemlich gut, Soap, aber ich habe schon Besseres gesehen. Die Leiter rauf, wenn Sie noch eine Chance wollen. Ja, komm, wir machen das nochmal. Kommen Sie zu den Monitoren für eine Analyse. Ne, da geht mehr. Ersetzen Sie alle verbrauchten Blendgranaten. Kann ich auch? Benutzen Sie die MP5. Okay. Ich soll die MP5 benutzen, was anderes geht nicht. Wir werden das jetzt meistern, wir wissen jetzt, wie es geht. Treffen Sie die Ziele! Position 2, los! So, hier hin. Treffen Sie die Ziele! Blendgranate durch die Tür! Treffen Sie die Ziele! Position 4! Position 5, los! Treffen Sie die Ziele! 6, los! Blendgranate durch die Tür! Treffen Sie die Ziele! Finale Position, los! Rennen so! Sie zum Ziel. Das war eine Verbesserung, aber bei Müll ist das nicht schwierig! Nein! Sie lernen darauf, wenn Sie noch eine Chance wollen! Ansonsten kommen Sie zu den Monitoren für eine Analyse. Das war eine Verbesserung, aber bei Müll ist es auch nicht schwierig. Alles klar. So. Gentlemen, die Frachtschiff-Mission läuft. Machen Sie sich bereit. Wir starten um 0200. Wegtreten. Soldat. Okay, Söldner ist also das zweitschwierigste. Aber ich würde sagen, wir nehmen Soldat, weil das sonst für Let's Play ein bisschen kritisch sein kann. Aber ich denke, wenn es jetzt mit der Story weitergeht, mache ich hier einen Cut. Und das seht ihr dann in der nächsten Folge.